Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Norman Weiß und das ist der Kanal Notizhefte. Im heutigen Video geht es um die Bücher, die ich im Dezember gekauft habe. Das sind zunächst einmal zwei englischsprachige Sachbücher, die auch schon ein bisschen älter sind. Einmal eine Biografie von George Kennan, einem der berühmten Gestalter amerikanischer Außenpolitik neben Henry Kissinger sozusagen, der an entscheidenden Zeitpunkten schriftliche Stellungnahmen formuliert hat, der als aktiver Diplomat engagiert war und der nach seiner aktiven Zeit eben auch als Professor an amerikanischen Universitäten interessante Dinge geschrieben hat, und sein bewegtes Leben wird in diesem Buch hier nachgezeichnet. Und verwandt damit ist dieses Buch hier mit dem schönen Titel The Wise Man, Six Friends and the World They Made. Und da geht es auch um George Kennan, aber eben auch um Averell Harriman, Dean Acheson, Robert Lovett, Charles Bolin und John McCloy. Und für das Verständnis der US-Politik im 20. Jahrhundert, während des Kalten Krieges insbesondere, aber auch danach, sind diese beiden Bücher sehr wichtig. Und das ist ein Thema, was mich gerade sehr interessiert und zu dem ich also etwas mehr lesen möchte. Und das soll dann mein Ausgangspunkt dieser Lektüre sein. Das nächste Buch geht um etwas völlig anderes. Das ist ein Buch, dessen Lektüre durch verschiedene Erwähnungen in der letzten Zeit mir immer notwendiger erscheint. Und zwar handelt es sich um Ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf. Um die Frage, welche Bedingungen es überhaupt braucht, um als Frau schreiben zu können. Also diesen Raum, den man für sich alleine hat, die Zeit, die man erübrigen kann für diese Beschäftigung und was das bedeutet, was das für sie bedeutet hat und wie sich das eben auch verändert hat. Ein, glaube ich, Schlüsseltext zu diesem Thema, und es ist an der Zeit, dass ich den jetzt auch mal lese. Und das ist ein Buch von 1929, also knapp 100 Jahre her, und liegt jetzt in dieser Neuübersetzung von Antje Ravik-Strubel vor. Und ich bin gespannt, wie mir dieser Text gefällt und auf welche Gedanken er mich bringt. Das nächste Buch hat wieder mit US-Politik zu tun, aber mehr mit der unserer Zeit. Es ist der erste Band der Memoiren von Barack Obama, A Promised Land. Ich habe schon mal reingeschaut, fängt gut an, guter Stil, freut mich. Und ja, ich werde nächstes Jahr ein 12 Books in 12 Months machen, und da gehört dieses Buch dazu. Das habe ich mir schon vorgenommen, und deswegen fange ich nicht an, über die Feiertage darin zu lesen, sondern erst im neuen Jahr. Und ein Buch, dem man auch immer wieder begegnet, insbesondere im englischsprachigen BookTube, wenn es um das Thema Dark Academia geht, ist The Secret History von Donna Tartt. Und mir sagte das gar nichts, habe ich mal ein bisschen drüber nachgelesen, klingt wirklich gut, und dann habe ich mir eben bestellt und werde diesen modernen Klassiker dann im neuen Jahr lesen. Was wir scheinen, ein Roman von Hildegard Keller, der mir als unkorrigiertes, unverkäufliches Leseexemplar vom Eichborn Verlag zugeschickt wurde vor einer Woche ungefähr, und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Das ist ein Roman, der die Lebensreise von Hannah Arendt schildert und Hannah Arendt als zentrale Intellektuelle des 20. Jahrhunderts. Das klingt sehr vielversprechend, sehr verlockend. Ich freue mich schon
sehr auf diese Lektüre, die mich sozusagen unvorbereitet und überraschend getroffen hat. Aber ich glaube, das ist ein Buch, dessen Lektüre sich lohnt. Und ich bin sehr gespannt, wie mir das Buch gefallen wird. Und hier steht, bitte beachten Sie, dass Rezensionen nicht vor dem 26.02.2021 erscheinen sollen. Wir bitten um Einhaltung der Sperrfrist. Das ist gut, weil viel früher werde ich es sowieso nicht schaffen, aber klingt super und ich freue mich sehr auf die Lektüre dieses Buches. Am gleichen Tag habe ich ein Buch von der Post abgeholt, das ich tatsächlich bestellt und antiquarisch erworben hatte, auch wenn man das dem Buch kaum ansieht. Preußische Reformen 1807 bis 1820, herausgegeben von Barbara Vogel. Das erschien 1980 und ich hatte mir über die Fernleihe ein sehr zerlesenes, sehr mit Anstreichungen verunziertes Buch bestellt, in dem das Lesen überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und dann gab es relativ günstig dieses Exemplar und das habe ich mir dann gekauft. Ein Buch, das ich mir nicht gekauft, sondern als Geschenk bekommen habe, halte ich jetzt mit großer Freude in die Kamera, Der Tod in Venedig als Graphic Novel nach der gleichnamigen Erzählung von Thomas Mann. Und zwar haben mir das die Book Friends Forever geschickt und geschenkt. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle, liebe Maike, liebe Anja, für diese große Überraschung und schöne Freude, die ihr mir bereitet habt. Dieses Buch habe ich schon gelegentlich auch in Buchhandlungen gesehen und ein bisschen herumgeblättert. Ich bin nicht so der hundertprozentige Graphic-Novel-Leser, aber bei ausgewählten Büchern eben schon. Und soweit ich das bisher beurteilen kann, ist das eine gelungene Umsetzung. Es ist natürlich eine Interpretation, eine partielle Aneignung dieses Buchs, aber ich glaube schon, dass es sich lohnt. Und ich lese ja gerade die frühen Erzählungen von Thomas Mann. Ich bin jetzt gerade dabei, oder ich habe gerade abgeschlossen, die ersten 9, die bis 1897 erschienen sind, vor dem Beginn der Arbeit an den Buddenbrooks. Und die letzte der frühen Erzählungen ist eben Der Tod in Venedig. Und das heißt, in nicht allzu ferner Zukunft werde ich dann sowohl die Erzählung selber als auch die grafische Umsetzung betrachten, also die Erzählung lesen und dieses Buch betrachten und auch lesen. Und dazu werde ich mich dann an gegebener Stelle zu gegebener Zeit noch äußern. Hier und heute nochmal ganz herzlichen Dank, habe mich sehr darüber gefreut. Tamara Ohr, Heimat im Exil, eine hebräische Diaspora-Kultur in Berlin 1897 bis 1933. Dieses Buch habe ich in einer jüdischen Buchhandlung in Berlin vor einiger Zeit im Vorbeigehen gesehen. Unter den wachsamen Augen eines Polizisten habe ich die Auslage betrachtet und bin dann weitergegangen. Es ist ja, wie ich finde, ein unhaltbarer Zustand, dass in unserem Land jüdische Geschäfte, jüdische Gotteshäuser von der Polizei bewacht werden müssen. Das ist etwas, womit ich mich, so alt ich werde, nicht abfinden kann. Gekauft habe ich das Buch dann in einer anderen Buchhandlung, die man einfach so betreten kann. Und ich finde es total interessant. Aus der Perspektive der zionistischen Geschichtsschreibung erscheint jegliche Ausprägung jüdischen Diaspora-Lebens als gescheitert. Zu eng ist sie verbunden mit der Shoah. Tatsächlich existierte bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten durchaus eine blühende hebräischsprachige Kultur in Berlin. Tamara Ohr hat diese sogenannte hebräische Bewegung untersucht und dabei die Rolle der osteuropäischen Migrantinnen und Migranten und der mit ihnen emigrierten Ideen für die Ausprägung der nationalen jüdischen Kultur herausgearbeitet. Vor einiger Zeit hatten wir im Freundeskreis ein Zoom-Meeting, wo es darum ging, dass wir uns auch gegenseitig Bücher empfohlen hatten, die uns im Laufe des Jahres aufgefallen waren. Und ein sehr belesener Freund von mir empfahl dieses Buch hier, von dem ich wieder mal noch nie etwas gehört hatte.
Norman Ohler, Harro und Libertas, eine Geschichte von Liebe und Widerstand. Das Paar, das Deutschlands Widerstand gegen die Nazis prägte. Bestsellerautor Ohler erzählt die unglaubliche, aber wahre Geschichte zweier idealistischer Liebender, um die sich ein Netzwerk bildete, das sich dem NS-Terror entgegenstellte und dem fast zur Hälfte Frauen angehörten. Es ist der Widerstand der Berliner Bohème. Das klingt doch super. Freue ich mich total drauf. Und mein letzter Kauf für dieses Jahr, fingers crossed, ist dieser Band Winterwald, Begegnungen mit Tieren und Pflanzen in der stillen Jahreszeit von Eckhard Obhoven. Offenbar ein passionierter Jäger, der mit seinen Hunden spazieren geht und das eben auch im Winter tut und dann darüber berichtet, was er im Wald dann so erlebt, welche Tiere er sieht, wie der Wald auf ihn wirkt. Da habe ich ein bisschen drin geblättert in der Buchhandlung, war sofort begeistert. Das sind Aquarelle von Sandra Lefrançois und das fand ich sehr interessant und dachte mir, wenn schon kein Schnee liegt, dann muss man wenigstens so durch den Winterwald gehen. Und auch darauf freue ich mich sehr. Das waren die Bücher, die im Dezember hier eingezogen sind. Ich finde ganz tolle Sachen, freue mich auf die Lektüre jedes Einzelnen, früher oder später. Und hoffe, auch ihr habt schöne Bücher erworben, bekommen, erhalten und freut euch auf deren Lektüre. Vielleicht kennt ihr ja auch einen dieser Titel hier, habt selbst Erfahrungen dazu gesammelt oder auch schon mal was davon gehört. Auch von denen ich noch nichts gehört hatte. Bin wie immer interessiert, wenn ihr dazu eure Kommentare dalasst. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!